Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times hier mit Sim Airport. Ja, falls ihr euch wundert, ich habe das Spiel etwas laufen lassen, damit hier diese große Baustelle und der Lärm mal vorbei ist. Damit wir mal hier unser Fundament und alles haben. Und ich habe mir einen kleinen Plan gemacht, wie ich gerne diesen Flughafen aufbauen möchte. Und zwar sollte so dieser hier untere Bereich, also diese First Floor Ground, wie er hier heißt, möchte ich gerne so ein bisschen an die Anreise, an die Abreise setzen. Das heißt, hier werden die ganzen Laufbänder hinkommen, die ganzen Abreiseterminals und ein Stockwerk weiter oben. Da muss ich noch schauen, wie das funktioniert. Möchte ich gerne die Abreise machen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, kann man jetzt da so ein High-Terminal setzen oder wie genau kommen dann die Leute vom zweiten Geschoss wieder runter zu den Gates. Das Ganze müssen wir uns jetzt irgendwie angucken. Und vor allem geht's jetzt auch mal ans Gestalten, würde ich sagen. Was ich auch gesehen habe, ich habe hier die Straße falsch rum gemacht. Ich hatte es am Anfang so, dass die Autos hier von oben kommen, hier reinfahren, hier drehen und dann würde es hier irgendwann einen Engpass geben. Und das ist jetzt ab sofort so, dass die hier reinfahren und dann halt hier ihre Schleife fahren. Dieses Stück Straße hier kann ich leider nicht abreißen, aber ja, wir werden sehen. Was ist jetzt eigentlich mit dem hier? Ah, da habe ich die Straße abgerissen, wo der da drauf stand. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Okay. Das heißt, es kann sein, dass wir hier die Straße nochmal abreißen müssen. So. Und die Straße nochmal andersrum bauen, damit der gute Bus hier rausfahren kann. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal kurz testen. So. Jetzt habe ich den. Das ist jetzt aber... Okay, das ist jetzt arg blöd, der bleibt da jetzt einfach, oder wie? Weil eigentlich könntest du jetzt fahren. Ja. Gut, dann reißen wir es nur weg. Ich hoffe, der verschwindet irgendwann. Werden wir sehen. So. Wie genau sieht es jetzt aus? Wir haben einen Wanderweg, okay. Erzeugt und erweitert Fahrsteige. Moment. Mit denen sich Passagiere schneller mit wenig Aufwand um den Flughafen bewegen können. Bewegt sich in eine Richtung, die jederzeit nach Fertigstellung der Konstruktion umgekehrt werden kann. Okay, das brauchen wir. Das brauchen wir alles mal nicht. So, wir haben hier klicke und ziehe, um eine bestehende Stadtbahn-Landebahn zu erstellen oder zu erweitern. Beachte hierbei, dass das Erweitern oder Überschneiden einer bestehenden Bahn die Reparatur der Gesamtbahn erfordert. Ach du Scheiße. Okay, wir haben einmal Beton und einmal Asphalt. Was ist denn besser? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist die ganze Dekoration, die wir machen können. So, dann haben wir Gate L, XL und S. Nur außen. Required a door to the terminal on floor 2. Aha, so, da haben wir es doch. Das heißt, wir machen wirklich unten das Ankommen.
Okay, aber wie funktioniert das? Habe ich hier irgendwo eine Treppe? Weil ankommen tun sie ja dann trotzdem auf dem zweiten. Okay, müssen wir gucken, wie wir das machen. Weil da muss es ja dann auch irgendwie eine Leiter nach unten. Rolltreppe nach oben. Rolltreppe nach unten. Aha. Aha, Stadtbahn. Okay, das erfordert alles Recherche. Was ist denn das hier? Öffentliche Ausrufesysteme ermöglichen Ankündigungen, Bordanrufe und Last-Minute-Informationen. Hilft verpassten Flügen vorzubeugen. Obwohl zu viele Ansagen die Passagiere auch etwas stören können. Muss in einer Elektrozone sein. Ach du Scheiße. Das heißt, da gibt es auch einen Lautsprecher, oder wie? Ach du Heilige. Außenflutlicht. Zauntor. Metalldetektor. Das ist alles gleich. Das ist alles kein Problem. Telefon. Ladestation. Aha. Gut, das brauchen wir alles nicht. Was ist das? Remote Gepäckscanner. Okay, dafür brauche ich die ganze Recherche. Sicherheitsausgang. Puh. Treppe nach unten, Treppe nach oben. Lagerregal hilft bei der Lagerregal, indem die. Okay. Werkzeugkistenschrank. Holy shit. Okay, es kam sehr, sehr, sehr viel dazu. Okay, also wir behalten, glaube ich, die Idee bei, dass wir oben. Dass wir oben das Einchecken machen und unten ist sozusagen das Ganze mit mit den Fließbändern und alles Mögliche, mit den Gepäckbändern und alles. Genau, so, jetzt muss ich nochmal gucken, weil ich möchte dann schon gern Rolltreppen haben. Dafür braucht er Recherche-Rolltreppen. Gesperrt, weil erfordert einen Vorarbeiter mit einem Büro. Okay, wie bekomme ich die denn? CFO. Doppelklick zur Lokalisierung, Rechtsklick zum Entlassen. Nee, okay, was braucht denn der CFO? Vorarbeiter? Da stand dann nicht immer dran, was die brauchen? Zwei Wege Förderung, um Gottes Willen. Büro. Wo haben wir den Typ jetzt eigentlich? Personal. So, wo bist. Nein, wo bist du? Ah, und wo bist du? Auch da unten. Okay. Okay, so.
Was? Irgendwo konnte ich doch sehen, was der braucht. Erfordert einen Vorarbeiter mit einem Büro. Erfordert einen COO mit einem Büro. Okay. Fürs Büro ist erforderlich, muss einen Bürotisch und einen Stuhl. Geschlossener Raum mit einer Tür. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Ich glaube, da haben wir... Ich glaube, da haben ja so ganz kleine Räume gereicht. Ich glaube, die waren 2 auf 3. Oh. Mit einer Tür, das ist kein Problem, das kriegst du. Eine Tür. Oh. Und da muss jetzt rein ein Büro. Ah, Bürgersteig, Bürostuhl, Bürgertisch. Aha, da musst du. So. Okay, so. Das ist Büro. Machen wir hin jetzt. Fehlgeschlagen. Benötigt geschlossenen Raum. Ja, ist ja okay. Bedingungen nicht erfüllt. Bürostuhl hat's doch. Hä? Muss ich das jetzt... Oh mein Gott. Muss ich das tatsächlich vorher machen? Moment. Oh mein Gott. Okay, das heißt erst... Okay, das muss man aber auch erstmal wissen. Das heißt, wir müssen hier erst sagen, okay, das ist ein Büro. Oh. Oh, und jetzt sagen wir, das hier. Ja, gut. Flup, flup, flup. Ah. Oh, jetzt kommt der und der. Okay. Und jetzt dürfte ich das hier machen. Einbahnrollwege. Wartung. Erfordert COO. Okay. COO, OOO, COO, yeah. Wann kriege ich den? Kann ich noch nicht, okay. Hausmeistersicherheit. Okay, gut, gut, gut. Hätten wir das ja mal erledigt. Darf die... Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Was ist Ops? Nur Ihnen.
Die Treppe nur innen.